ich komme nochmal kurz zu euch, weil ich wollte euch noch was vorstellen. Und zwar eine Faltentasche. Die habe ich im Stencil Forum ersteigert. Da ist der Arno. Der Arno verkauft Faltentaschen, Faltenutensilien und vor allem verkauft er Falten. Und die Falten sind zum Recht sehr günstigen Preis und sehr gute Falten. Er sagt auch noch, was die neu kosten. Und wenn man dann sieht, was er die dann anbietet, zum Teil auch neue Falten oder Estate-Falten, und zu welchen Preisen er die dann anbietet, dann will man schon danach greifen, weil sie sind sehr günstig. Und ich denke, man kann da ruhig mal kurz Werbung für machen, weil es ist schon schön, besonders für Pfeifenraucher, die nicht viel Geld haben und sich mal gerne ein Weihnachtsgeschenk schon mal vorzeitig leisten möchten, die können da ruhig mal reingucken und zugreifen. Wie gesagt, unter anderem auch Pfeifenutensilien verkauft er und auch eine schöne Pfeifentasche habe ich bei ihm ja gesehen. Er zeigt auch schon mit Bildern auch die Pfeifen von allen Seiten, dass man auch nicht irgendwie übers Ohr gehauen wird, dass man sagt, boah, von der anderen Seite habe ich die gar nicht gesehen, sondern er zeigt sie wirklich ganz toll. Schon mal machst du sehr gut, Arno, muss man jetzt auch mal sagen, finde ich gut. Ja, und jetzt möchte ich euch dann mal die Pfeifentasche zeigen. Und zwar, die Pfeifentasche sieht eigentlich so aus. Die hat der Arno in der Türkei geholt. Ich denke mal, das ist da wahrscheinlich echtes Leder, weiß ich nicht, aber das ist Krokodiloptik. Keine DIN A4 Größe, das, also DIN A4 Sachen passen sich leider nicht rein, aber ist auch gar nicht so schlimm. Man kann sie ja für andere Sachen verwenden. Und das Schöne ist jetzt, er sieht sich schwarz aus. Wenn man ihn öffnet, kommt das zum Vorschein. Hier sind einige Fächer. Hier kann man auch sogar schön Pfeifenfusches reintun. Und hier ein Stift, wenn man was aufschreiben muss, Visitenkarten. Fand ich schon mal sehr schön, auch von dieser Schlangenoptik. Obwohl ich mag eigentlich keine Schlangen. Aber so von der Farbe her fand ich das sehr schön auf dem Schwarz. War eine gute Zusammenstellung. So, und dann schließen wir das wieder. Und wenn man die Tasche denn ein wenig neigt und guckt, kommt da ein Reißverschluss zum Vorschein. Und den öffnen wir jetzt mal. Und wenn man dann die Tasche öffnet, sieht das Ganze von innen denn so aus. Hier sind Fächer für 9 Pfeifen. Ich habe oben ein Feuerzeug drin. Hier Stopfer, eigentlich könnte man sogar Ölpfeifen reintun. Pfeifenreiniger und hier noch einige Fächer für Pfeifentabak. Ja, fand ich sehr schön. Auch wieder hier diese Optik, dieses Braune auf dem Schwarz. Also hat auf dem Bild sehr gut gefallen. Da dachte ich, Mensch, da ich auch im Pfeifenclub bin und dachte ich, das ist ein schöner Hingucker. Und man kann sich so unter den Arm nehmen, noch einige andere Sachen reintun. Hat man mal schnell gepackt und kann auf Wanderschaft gehen. Ja. Wie gesagt, eine schöne Tasche, war recht günstig für das, was sie wahrscheinlich gekostet hat. Habe da einen guten Preis mit dem Arno ausgehandelt, fand ich sehr fair. Und ja, das wollte ich jetzt sagen und ich freue mich eigentlich darüber, dass der Arno da jede Menge Falten verkauft und habe mir auch schon geschrieben, Mensch, ist ja wie Weihnachten. Ja. Ich könnte jetzt schon mal eine holen, aber die möchte ich im nächsten Video dann vorstellen, weil die sind es wert, dass man sie einzeln zeigt. Ja, gut. Nochmal danke, Arno, und danke fürs Zuhören, Zusehen und Erfreuen an meiner Pfeifentasche. Aber vielleicht auch ein kleiner Hinweis für Leute, die Pfeifentaschen entwickeln oder herstellen. Vielleicht habt ihr die jetzt gesehen und denkt, Mensch, sowas könnte man auch mal machen in dieser Art. Ja, das wäre es gewesen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.